Diese Diskussion, du kannst dir Rechte geben, klar kann sich der Server-Owner immer Rechte geben, aber ist doch scheißegal. Außerdem, Vanilla ist sowas von easy. Jeder, der da cheatet, der ist eierlos. Ein Darko brennt. Ja, dann lösch dich. Oh. Ja, stimmt ja, jetzt können wir ja Rufzeichen geben. Ike, ich bin hier. Und zwei Mini-Zombies. Ich sehe gar nichts. Boah. Hab ich schon erwähnt, dass ich die Dinger immer noch hasse? Nö. Mann. Moin, Dieter. Sissi? Was? Nee. Hä? Ach so, Sai. Ich habe irgendwas mit Sissi wegen dem 4S gelesen. Schau mal in den Chat. Was steht da? Sai? Was für ein Chat? Hä? Was für ein Chat? Minecraft-Chat. Erfolge. Sweet. Wegen den vielen S's. Bei der SSSEI. Wegen diesem Bienengeräusch, darum. Bei mir steht Be Your Guest als letztes. Ach, scheiße, stimmt ja. Ich muss das immer noch umstellen, ich hab das immer noch auf dem Deutsch. Ach, Dato. Kurz gesagt, im Deutschen haben sich so geregelt: dieses Essen oder dieses Brummen von den Bienen wollten sie mit Sei unser Gast machen. Darum steht bei mir SSS. Also, ja, no, keine rechtsradikalen Sachen bitte. Man muss es ja nicht so interpretieren. Ey, war eben das ist zu viel. Wie weit wollen wir denn vom Spawn aus? Weil du bist. Ja, eigentlich sage ich jetzt mal relativ nah. Ja, da baue ich auch. Okay. Hier ist so ein kleiner See in der Mitte, also sind sogar zwei Seen. Weil die kleinen Tümpel, die baue ich hier sowieso wieder zu. Die sehen hässlich aus. Ja, gut. Da kann ich nicht bauen, da wird ich weg am Mittel. So, ich werde jetzt mal ganz provisorisch Fressalienfelder anlegen. Ike, schau, dreh dich mal um, vielleicht siehst du mich. Moment. Ike ist ein Hobbygärtner. Hä? Umdrehen? Ich seh dich nicht. Dreh dich mal um, da müsste so ein Bergvorsprung oder. Ich hab meine keiner. Renderdistanz auf 16. Also da ist der Berg am Wasser oder. Ja, in so einem See. Was ist dann also hier? Ja, hier, Ike, hallo, da oben. Was da oben willst du bauen? Da bin ich. Er sagt, ja, da will ich auch bauen. Aber ja, klar. Da könnte man sogar bei dir hier unten dann. Willst du noch einen Keller bauen oder baust du dein Lager ins Haus? Löcher mich mit solchen Fragen doch jetzt noch nicht. Aber nee, wahrscheinlich eher im Keller. Okay, dann könnten wir hier irgendwie dann den Tagebau anlegen.
Dass da halt wirklich hier so runter geht, keine Ahnung. Oder zumindest der erste Minenschacht, wo wir unser Zeug farmen. Weil der warte mal, bleib nochmal da. Der, schon wieder weg. Der große Tagebau, der wird dann ein bisschen heftiger werden. Du kannst, wer sagt denn Tagebau? Du kannst dir, weil es ja so ein schöner Eingang ist, eigentlich hier so ein Loch, so ein Mineneingang reinbauen. Muss ja kein Tagebau sein. Warte mal, was heißt denn hier? Ich soll bauen. Du bist der, der schon komplett Eisen hat. Ja, du könntest eigentlich bauen. Wenn du schon die ganze Zeit hier, ich will mein Haus dorthin bauen, baust du dir einen Keller dorthin? Es waren ganz normale Fragen. Bauen interessiert mich gerade noch nicht. Das waren ganz normale Fragen. Ja, ist mir einfach so rausgerutscht. Nehmen, ob wir dort einen normalen Minenschacht bauen statt einen Tagebau, weil ich glaube, auch der Tagebau in Steampunk sah nicht gerade schön aus. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt so oft gesehen hat. Ja, am Ende. Mindestens, wo er verschandelt wurde von euch. Nee, am Ende? Nee, da sind wir ja abgehauen. Am Ende sind wir abgehauen durch die Stadt. Ja, wo diese Invasion war. Aber da müssen wir dann den hier drei breit machen, damit wir hier per Minecart runterfahren können. Ja, klar. Apple! Ich hab einen Apple! Apple at night. Da du ja voll Eisen hast, kannst du ja mal rumlaufen und gucken, ob du irgendwo Tiere findest, die wir noch brauchen. Also Schafe, Schweine. Über deinem Kopf ist eins. Stimmt, da oben. Das ist oberhalb meines Kopfes. Schade, ich habe nur Pfeile, kein Bogen. Nein, aber das ist wirklich ein Schwein. Moin, Dieter. Ich hab mir das so angewöhnt, Ich hab mir das echt so angewöhnt, Dieter zu sagen bei jedem Huhn. Nee, die Hühner sind Bobby. Nee, Edgar und Dieter. Nee, Hühner sind Bobby. Also, seit bis zur Weile sind das heißen die Bobby. Nee, bei mir seit Palle, Dieter und Edgar. Ja, von Palle hat man ja auch nichts mehr gehört. Nach Sky Factory. Jedenfalls, was Minecraft betrifft. Mensch. Oh ja, komm, noch mehr Steine. Sehe ich, ich hab. Ja doch, deine Erfahrung habe ich auch, glaube ich, gesehen, oder? Ja, nur die im Chat stehen, aber ich kriege ja gerade die Achievements für Steine und sowas, da wird mir bloß. Achso, nee, ich meine. Oben das Off-Bloppen-Ding. Genau. Ich meinte aber die für den Chat. Das wird ein Spaß werden, hier den Gang runter zu graben. Du suchst jetzt noch ein Tier. Ich lauf den Gang wieder hoch, da steht eins. Witzigerweise genau vor dem Eingang. Sehe ich gerade nicht. Das ist ein Dieter. Oh, ich habe schon wieder überhaupt keinen Platz mehr in der ganzen Bude. So, erstmal Kissen. Was? Sprich dich aus, wenn du Sorgen hast. Ich komm mal hoch und schau dir den Scheiß an. Verbieten sich Kisten nicht mehr? Hast du gesneakt? Nö. Warte, ich komm mal hoch. Dauert ein Weilchen. Ich hab die Kisten einfach nebeneinander gesetzt. Ich komm hoch. Warte. Kann noch ein Weilchen dauern. In dem Absetzen, wo du die Leertaste drückst,
Kann es sein, dass du nicht mehr sprinten kannst? Doch, ich baue aber über mir gleich nochmal einen Block höher ab, damit ich schneller hoch runterkomme. Das klingt so komisch, als würdest du schleichen beim Hochlaufen. Nö, nö. Aber das ist das Einzige von deiner Tastatur, was man überlaut hört. Bei mir haben sie sich da auch alle verbunden. Ja, aber guck, du bist dann vorbeigelaufen. Alter, meine Schlangen randalieren schon wieder. Hä? So, hier, komm. Das testest du jetzt selber. Ui. Ey. Ui. Warum geht das jetzt? Dein Charakter hat Ui gesagt. Was? Hab ich nicht. Doch. Ich hab Ey gesagt. Nee, und dein Charakter hat Ui gesagt, weil du Schaden gekriegt hast. Ich bin doch kein quiekendes Schwein. Das hat ein Ui. Der hat ein Ui gemacht. Da musst du dir aber die Folge angucken. Das Soundpack ist halt übelst geil. Ja, ich kenne das ja. Und es wird Nacht. Und ich bin in der Höhle. Wow. Wieder gleich 50 Zombies spawnen. 20, 19. Also ich will wenigstens auf Höhe 11 kommen. Dann komme ich wieder hoch und schlafe. Aha. Oder auch nicht. Willst mich doch eh nur verrecken sehen. Nö, ich würde dich gerne gegen Phantome kämpfen sehen. Nee, die spawnen ja nicht. Haben ja geschlafen. Ja, noch spawnen sie nicht. Ich glaube, ich habe noch nie gegen Phantome gekämpft, so nebenbei. Wir schon auf dem ENS14 Vanilla Server, wo es auch die 100, weiß ich nicht, wie viele Folgen gibt. Das war lustig. Da muss nur einer sein, der mal 3 Tage nicht gepennt hat. Ja. Dann war's das schon. Egal, ob alle gepennt haben, der lockt die Phantome dann an. So. Obwohl, gibt's da nicht auch das Plugin mit dem Schlafen? Oder ist das eine Mod? Ich kenn's nur als Mod. Ich bin jetzt nicht dafür, dass wir es hier einfügen, aber ich frage. Nö, wird schon die machen. Phantome gehören ja dazu. Ja. Und es ist auch nicht normal, dass wir uns immer absprechen, dass wir schlafen gehen. Hallo. Ich hab ein Ei eingesammelt. Wir brauchen ein Ei. Und ich sehe ein Ei springen. Nur eigentlich gehe jetzt nicht pennen, das weißt du. Nö, brauchst du nicht. Komm, tut, ja kommt, meine Süßen. Kommt. Und er hat es nicht mal geschafft. Ich gehe ins Leben. Warum soll ich die selber töten, wenn ein Creeper die Arbeit erledigt? Gunpowder? Kriegt man später noch oft genug, wenn man die Spawner haben. Level? Ja, kriegst du dann auch, wenn du den Spawner hast. Was mich ein bisschen verwundert, ich habe schon 15 Level. 10. Das geht irgendwie flotter als vorher. Vielleicht, weil es auf hart läuft. Bei Eldercraft zum Beispiel kriege ich auch in der... Na, sag schon, Abbauwelt, wo es auf hart gestellt ist, mehr XP als normal. Da habe ich ja den Spawner. Wenn ich da, ich sag mal, 20 Minuten stehe, habe ich 30 Level voll, wenn ich mit 0 reingehe. Ja. So, ich kann so langsam anfangen, Häuschen bauen. Ich bin noch beim Abtragen. Außerdem, ich habe noch nicht so wirklich schönes Holz gefunden. Wir haben hier noch einen Fichtenwald um die Ecke. Haben wir? Ja. Bei mir hinten raus. Okay. Mach ich dann am Tag. Ist vielleicht besser so.
baue ich mein Haus. Ich werde auf jeden Fall das hier brauchen. Das hier verbreite ich jetzt mal. So. Hier dackelt irgendwas draußen rum, das habe ich gehört. Rum, de bum, de. Honig behalte ich lieber noch mal im Inventar. Ach, und bitte, wenn es geht, nicht alle Bienenstöcke abbauen, weil wir ja auch eine, denke ich mal, eine Bienenfarm machen werden. Ich habe gar keine abgebaut bisher. Was mit einer Schere rausgeholt war? Nee, mit einer Flasche. Wo hast du schon eine Flasche her? Drei Sand? Ich hab noch nicht mal überhaupt einen Sand. Dafür hast du schnell gemacht. Dafür 21 Lapis. Ja, weil Honig ist einfach das Überlebensmittel. Für dich, für mich nicht. Na, klar, ich brauch's nicht, aber ich meine für bedrohliche Situation. Hunger komplett auffüllen, Regeneration für ein paar Sekunden, schlechte Effekte. Da haben die das aber auf Eldercraft alles ausgeschaltet. Ja, haben sie auch, leider. Darum hast du auch diese Effekte nicht wegbekommen. So. Oi. Obwohl, nee, stopp. Oi. Mach ich von hier oben. Scheiße. Oh, jetzt schmeiß ich mein Schwert weg, ernsthaft, ich Dulli. Ich muss auch noch die Thumbnails machen. Das heißt, ich brauche dich dann mal für ein Thumbnail. Oh, kannst mich im Grab fotografieren, wenn es so weitergeht. Dann müssen wir dir ein Grab bauen. Lol, das wäre auch geil, wenn wir jetzt ein Grab bauen, also einen Friedhof, und jedes Mal wird ein Grabstein gesetzt, wenn einer stirbt. War ein bisschen kalt. Ziehst du dich jetzt sowieso farmen? Ich hab den Weg jetzt nach unten gebaut. Ich möchte mir jetzt auch wenigstens eine komplette Eisenrüstung machen. Und dann möchte man. Ich überlege nämlich gerade, ob ich dir einfach hinterher folge, denn ich habe sie gerade schwer. Dann will ich noch nebenbei ein bisschen Eisen für Justin farmen, dass wenn er drauf kommt, Clay erstmal full Iron ist. Ja, sonst überrundet er uns pro Minute mit seinen Toten. Ja, das wollen wir ja nicht. Für den Anfang würde ich schon. Wäre aber nur für die ersten 10 Minuten witzig. Olaf fehlt hier auf jeden Fall noch. Ja, Creeper fliegende. Explosion, keine Ahnung was, Olaf. In irgendeiner Folge muss ich einfach die Geschichte nochmal erzählen. Weil das verbinde ich mit der 1.14. Olafs Missgeschick. Ja. Ja, ganz ehrlich, jeder kann nicht dafür, aber. Jeder stirbt mal. Der eine früher, der andere später und ich gar nicht. Im Real Life jetzt gesehen. Du stirbst im Real Life auch. Nee. Ich bin unsterblich, ich bin Ike. Sei froh, dass du nicht unsterblich bist, ganz ehrlich. Stimmt, meine Kinder überleben möchte ich nicht gerade. Das wäre gar nicht das Schlimmste. Ich glaube, du würdest den Siegestag feiern. Nee, würde ich nicht. Ja gut, das war jetzt auch hart gesagt. Kannst du froh sein, dass ich dich mag? Wärst du jetzt eine andere Person, hätte ich dich jetzt gehatet. Du hättest mir einfach verschoben oder vom Server gekickt. Nö, das mache ich nicht. Also so assi bin ich dann nicht. Weil ich will ja meinen Spaß haben. So, es ist Tag. Scheiße, stimmt. Ich darf ja nicht sneaken, wenn ich hier abbaue. Oh, sonst baue ich zu viel ab. Jetzt ist Weinmeiner wieder kacke. Oh Mann. Jedenfalls auf der Taste. Wie soll das denn funktionieren, wenn wir einen Lavasee haben oder so? Okay. Ich habe nur den Gang gebaut.
Aber wir können uns ein Achievement holen, was du nicht so einfach kriegst. Indem wir uns Diamanten hin und her werfen. Ja, das ist ein Achievement. Das kriegst du sonst nicht so einfach, wenn du immer alleine spielst. Okay. Ich glaube aber, wir werden uns noch häufig genug Sachen hin und her werfen. Ja. Guck mal, ich habe jetzt 8 Dias. Ich könnte uns beten. Ein Schwert machen. 2-4, ja, ein Schwert. Das wäre nicht schlecht. Ich komme. Oh, ich mache jetzt mal Auto-Jump an. Ich bin sowieso gerade raus. Wie komplett? Oh ja. Nein, ich hole ja die Fichtendinger. Wo war denn das nochmal? Cool. Das müssen sie eigentlich wirklich noch hinzufügen, dass man mit diesen Bären auch kochen kann. Hallo. Okay. Bisher kannst du die ja nur essen. Auto-Jump schön und gut. Aber. Wie soll ich sagen? Ne, hier müssen definitiv ordentliche Treppen hin. Ich hab nicht mal Stein für eine Treppe. Ich kann hier gerne welchen da lassen. Oh, ey, jetzt. Leck mich hier am Hintern! Jetzt baue ich mir einen ordentlichen Weg zu dir hoch. So. Hast du Sticks in deiner Kiste? Ich glaube eher nicht, weil ich die glaube ich immer mit habe. Ich hab Holz, mach dir nichts draus. Und Sticks. Ich hau dir das Schwert dann in die Kiste. Mhm. Irgendwie ist das. Das müssten sie in Elderkraft einführen mit Vayne Miner. Einfach bei jedem Baum abholzen so. Ja gut. Ja, wäre doch geil. Ja, aber das ist ja wieder an Real Life angelehnt, Eldercraft. Ja. Ich find's auch ein bisschen übertrieben, was wir hier gerade machen, aber. Der Baum ist weg. Ach komm. Der Baum ist weg. Bisschen leichter dürfen wir es ruhig haben.